Mario und Mini-Mario arbeiten ab sofort im Team zusammen. Schaut mal, wir müssen jetzt hier irgendwie nur noch zur Schlüsseltür kommen. Schaffen wir das? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario vs. Donkey Kong hier auf Katze. Weiter geht's. Wer dachte, dass jetzt schon Schluss ist, der irrt sich. Denn Donkey Kong flüchtet erneut und wir bekommen ein bisschen anderes Gameplay präsentiert. Genauer gesagt spreche ich hier davon, dass Mario ab sofort mit den kleinen Mini-Marios durch die Level läuft. Ja, mal gucken, wie wir den Kollegen darüber transportieren. Du wirst uns jetzt erstmal das Geschenk holen. Und der kleine Racker, der kleine Mini-Mario, der kann ja nicht einfach hochklettern. Der kann keine Leiter nehmen. Der kann nur springen und laufen. Deswegen müssen wir uns hier darauf konzentrieren, ihn vorsichtig zu uns zu führen. Und die Trampoline kann er auch verwenden. Okay, soweit so gut. Jetzt sollte ich hier oben noch Abhilfe schaffen. Und wir brauchen unbedingt den Shy Guy. Nicht zuletzt, um an das blaue Geschenk zu kommen. So. Und jetzt aktivieren wir... Moment. Du kommst hier erstmal hoch. Genau. Dann hier rüber. Und dann auf blau und ins Ziel. Das war's schon. Das war das erste Level hier mit dem Mini-Mario. Und wie ihr sehen könnt, es gibt jetzt nicht mehr zwei Abschnitte, sondern immer nur einen bis zum Schloss, bis zur Tür, um dann letzten Endes diesen Bereich abzuschließen und in den nächsten zu springen. Also weiter geht es mit 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt erstmal das zweite Level. Here we go! Okidoki. Dann wollen wir uns erstmal um die Ölfässer kümmern. Oder Ölschalen. Die sind ja so dünn, so schmal. Sieht ja eher aus wie eine Schale, nicht unbedingt wie ein Fass. Hier ist ein rotes Geschenk, das kriege ich aber nur mit Mini Mario. Und wenn ich das richtig verstehe, kann ich hier einfach hoch. Oh ja, und ich brauche die Tonne, damit Mini Mario an das gelbe Geschenk kommt. Okay, den Hammer benötigen wir nicht mehr. Und einmal hier rüber. So, mein Freund. Hier bekomme ich nur das. Der müsste jetzt automatisch hochspringen. Und ich kann dann anschließend noch auf den roten Schalter springen. Boah, aber in letzter Sekunde, habt ihr das gesehen? Der wäre fast abgestürzt. Und damit unser guter Freund... Ach so, wir brauchen das Trampolin. Damit unser guter Freund hier hochkommt, brauchen wir noch die Tonne. Und... Tada! Da wird aufgeschlossen. Gut gemacht, Mini Mario. Juhu! Perfekt! Super gelaufen! Und da nichts wie raus hier. Jetzt kommen wir in das dritte Level. Mit den Sprungfedern, mit den... Ja, ich sagte Trampolin, es ist ja eher eine Sprungfeder, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, wir werden hier nur wild durch die Gegend springen. Nicht unbedingt Rätsel lösen, oder? Ja, Mini Mario, du warst da schon richtig. Genau. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Theoretisch könnten wir schon ins Ziel. Doch wir wollen natürlich noch das letzte Geschenk einsammeln. So. Alle mitgenommen, alle bezwungen und ab ins Ziel. Das war ein sehr kurzes Level, oder? Naja, geschafft ist geschafft. Sehr gut. Hallo, meine Mini-Marios. Wir kriegen den Goldstern. So muss das laufen. Und da nichts wie raus hier. Nächster Bereich. Jetzt kommt das vierte Level. Und da geht es um Mülltonnen, die wir wahrscheinlich erst freischalten müssen. Freischalten ist das falsche Wort. Wir müssen sie fallen lassen, indem wir auf den gelben Schalter springen. So kommen wir zur roten Geschenkebox, zur Kiste. Und das machen wir. Ich glaube, ich muss das sogar machen. Und das gelbe hole ich zum Schluss. Okay. Ich meine, ich hätte das blaue auch zum Schluss holen können, aber ich habe es gesehen, deswegen habe ich es mir direkt auch geschnappt. Oh, der muss da runter. Okay. Mini Mario, komm mal hier runter. Du musst hier aber vorsichtig sein. Okay, der ist super schnell. Den habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. So, er kann jetzt hier runter das Geschenk holen.
und dann treffen wir uns hier an der Tür. So muss das laufen. Wunderbar. Dankeschön, Mini Mario. Drei Geschenke werden uns gut geschrieben. Wir bekommen ein perfektes Abzeichen. Und dann nichts wie raus hier. Das nächste Level kommt, vorher aber erst ein Bonus-Level. Wir kennen es, wir möchten es auch gerne ansehen und die ganzen Pilze einsammeln. Tada! Da ist der Schlüssel. Ich muss sagen, das Gebiet, in dem wir uns hier befinden, über den Wolken in der Traumwelt, sieht nicht wirklich schwierig aus. Demnach sollte das doch schnell funktionieren, oder? So. Ah, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Ich muss Gas geben. So. Weiter, weiter, weiter. Ah, nein, 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 nein. Boah, jetzt aber Gas geben. Eieiei. Na holla, die Waldfee. Knappe Kiste, muss ich sagen. Aber schlussendlich haben wir es geschafft. Schließen die Kiste auf und bekommen ganz viele Extra-Leben. Gut gemacht, Mario. Aber was hältst du von dieser Aufgabe? Level 5. Hallo? Niemand da. Donkey Kong, du bist der Beste. Okay, Achtung. Ich muss hier einmal das Förderband, dieses Fließband drehen. Also die Richtung drehen, meine ich. Die Richtung ändern. Weil sonst klappt das, glaube ich, an der einen Stelle nicht. Mario fällt sonst, also Mini Mario, der fällt uns sonst... Oh, ja, 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 ja. Doch, doch, doch. Oh, zu spät gesehen. Kann ich mich selbst irgendwie noch retten? Moment, Moment. Okay. So, Mario. Mario ist zum Glück schnell genug. Nein, wow. Das war echt knapp. Ah, ich kann es ja gar nicht drehen, okay. Aber Mini Mario ist echt flink. Das hat er auch so geschafft. Ist aber fast ins Auge gegangen, ihr habt's gesehen. Eieieiei. So, drei Geschenke. Yay. Klasse. Und raus hier. So, jetzt kommt das sechste Level und dann das große, große Donkey Kong Level. Hä? Hat mich jemand gerufen? Dich hat niemand gerufen, Donkey Kong. So, na, oh. Okay. Pech für Mario. Pech für mich auch. Aber ich habe ja das Leben, das ich verloren habe, gerade eben erneut wiederbekommen. So, mein Guter, du kommst hier hoch, nicht wahr? Super. Einmal das. Ich glaube, das kann ich gar nicht mitnehmen. Und jetzt muss ich dich nur noch hier durchkriegen. Aber das sollte funktionieren. Aber sei langsam. Nicht zu schnell laufen. So, abwehren, durch. Abwehren, durch. Abwehren, durch. Okay, gut. Gut gemacht, Mini Mario. Danke fürs Aufschließen. Mini Mario ist der Hausmeister in diesem Spiel. Ach so, ich soll dir die Tür aufmachen? Ja, ganz genau. Okay. Okay, was passiert jetzt? Jetzt kommt direkt der Endboss. Es gibt ja keine Mini-Mario-Level mehr, weil die Mini-Maris jetzt in den einzelnen Level versteckt sind. So, rah, Donkey Kong! Ich will nicht! Ich will die Spielzeuge behalten! So, komm, du drehst ja. Dachte ich mir schon. Nein, 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 nein. Wow, ja, ja, wow, da kommt einiges runter. Zu meiner Überraschung. Okay. Und... Mülltonne Nummer 2. Nummer 3 folgt zugleich. Die Frage ist nur, auf welcher Seite. Oh, für die falsche Seite entschieden. Falsch vorhergesagt. Im Kopf falsch vorgestellt. Aber jetzt. Blau oder Rot. Eins davon wird es auf jeden Fall. Deswegen konnte ich jetzt hier stehen bleiben. Wird hier ausgetrickst. Und nimm das. Damit haben wir diesen Bosskampf gemeistert. Donkey Kong ist wieder mächtig sauer und wird jetzt gleich fliehen. Ich schaue mir noch kurz an, ob du alles geschafft hast. Super, okay, aber jetzt muss ich gehen. Tschüss. Und wir haben somit Mario und Co. Spielzeugfabrik gemeistert. Donkey Kong rennt wie von der Tarantel gestochen in Donkey Kongs Dschungel Plus weiter. Oh nein, Mario. Schnell hinterher, mein Lieber. Doch, wie wird's hier weitergehen? Meine Lieben, tippt mal auf dieses Video. Da möchte ich euch nochmal die Geschichte von Lego Mario zeigen. Vielleicht habt ihr sie noch nicht gesehen. Schaltet unbedingt mal rein. Bleibt katztastisch!